Bunt, provokant und unkonventionell sind die Werke der britischen Multimedia-Künstlerin M. Cole. Für sie sind Fotos und Videos die perfekte Form, sich kreativ auszudrücken. Meine ganze Ästhetik basiert darauf, die Grenze zwischen dem Grotesken und dem Verlockenden zu beschreiten. Für mich ist die Fotografie im Film ein zweidimensionales Medium. Ich möchte das Emotionale hervorheben. Wenn ich also die Leute dazu bringen könnte, etwas zu spüren durch die Beschaffenheit oder die Farben in meinen Bildern, das wäre einfach fantastisch. M. Cole hat Design studiert. Schon während ihres Studiums in London entdeckte sie ihre Leidenschaft für Fotografie und Videokunst. So kam es, dass ich im Fotostudio viel herumexperimentiert habe. Ich fand die Unmittelbarkeit der Fotografie so viel lohnender, als 24 Stunden an einer Nähmaschine zu verbringen, um ein T-Shirt zu machen. Beim Fotografieren kann ich einfach Dinge und Menschen zusammenbringen und ein Bild daraus machen. Mittlerweile arbeitet sie hauptberuflich als Fotografin und Regisseurin. Viele ihrer Werke sind vom Surrealismus und Künstlern wie Salvador Dalí und René Magritte inspiriert, wie zum Beispiel ihr Kurzfilm I'm Your Venus. Der Film macht sich lustig über das weibliche Schönheitsideal. Und er versucht, Verbindungen herzustellen zwischen den Aktbildern der klassischen Renaissancekunst, die als Schönheitsideal schlechthin gelten, und unserer heutigen digitalen Kultur mit Instagram und Filtern, in der jeder versucht, sich schöner darzustellen und ein perfektes Bild von sich zu veröffentlichen. Ich habe also eine Art neues weibliches Schönheitsideal geschaffen. Eine Art Avatar, einen digitalen Avatar, der sich auf beides bezieht. In M. Coles Arbeiten geht es immer wieder um die stereotype Darstellung von Frauen. Sie selbst wurde als Teenager Opfer von digitalem Missbrauch. Fremde verbreiteten Fotos von ihr auf pornografischen Internetseiten. Nachdem sie für ein paar Jahre offline ging, präsentiert sie sich heute selbstbewusst im Netz. Wenn man aus einem bestimmten Raum weggemobbt wurde, sollte man sich nicht schämen, in diesem Raum unterwegs zu sein. Denn jeder verdient es genauso wie alle anderen, dort zu sein. Ich zeige mich auch nackt in einigen meiner Arbeiten. Manchmal übertreibe ich halt, aber ich entscheide über mein Online-Image. Diese Kontrolle lasse ich mir nicht nehmen. Humor und Ironie sind wichtige Stilmittel für M. Cole. Egal, ob es um ernste oder skurrile Themen geht, wie zum Beispiel in dem Video Sloppy Seconds. Wenn man über ernste oder problematische Themen spricht, dann ist Humor ein gutes universelles Werkzeug, damit sich Menschen entspannen können. Sobald jemand entspannt ist, kann er das, was ich mache, viel besser verstehen. Über zu wenig Aufträge kann sich M. Cole nicht beklagen. Und die britische Medienkünstlerin ist zuversichtlich, dass es für sie auch in Zukunft weiter nach oben geht.